Herzlich willkommen und grüß Gott zur Wiederauszeichnung und Erstauszeichnung. Wir sind inklusiv. Wir feiern heute im Festsaal der Wirtschaftskammer Tirol Unternehmen, die sich engagiert haben im Sinne der Inklusion, im Sinne der Teilhabe von Menschen mit Behinderung, chronischen Erkrankungen, Sinnesbeeinträchtigungen, an echter Teilhabe im Arbeitsleben in Tirol. Besondere Zeiten verlangen besondere Formate. Den Menschen und Organisationen, die sich für diesen Preis, für diese Auszeichnung für Inklusion verantwortlich zeichnen, war es besonders wichtig, trotz oder gerade wegen dieser Covid-Pandemie diese Veranstaltung, dieses Fest der Wertschätzung stattfinden zu lassen. Aus diesem Grund treffen wir uns heute im virtuellen Raum. Wir sind zwar gezwungen, physisch Abstand zu halten, doch es hindert uns nichts daran, trotzdem ein Miteinander zu feiern. Mein Name ist Andrea Czerny. Wenn ich nicht vor der Kamera stehe, bin ich Produktmanagerin am Wifi Tirol und ich darf Sie heute in den nächsten 1,5 Stunden durch diese Auszeichnungs- und Wiederauszeichnungsfeier begleiten. Das Verlassen von vertrauten und gewohnten Abläufen, Neues zu wagen, das sind Eigenschaften, die Inklusion erfordern, damit Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen am Arbeitsleben teilhaben können. Es braucht Mut, Dinge anders zu machen, das System an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. Und Betriebe und Unternehmen, denen dies gelungen ist, die diese mutigen Schritte schon vollzogen haben, die wollen wir heute bei dieser Feier in den Mittelpunkt stellen. Zum Ablauf unserer heutigen Veranstaltung starten werden wir mit einer Grußbotschaft von Bundesminister Rudolf Anschober, der uns seine Grußworte trotz den turbulenten Zeiten im Gesundheitsministerium zukommen lässt. Wir werden die wieder ausgezeichneten Unternehmen vorstellen. Wir werden die erst ausgezeichneten Unternehmen vorstellen. Und zwischen diesen Vorstellungsblöcken werden wir Ihnen interessante Videobeiträge zeigen. Wir werden Ihnen interessante Menschen vorstellen. Wir werden Sie auch einladen, sich aktiv zu beteiligen, indem Sie Ihre Gedanken mit uns teilen. Wir haben schon zu Beginn eine erste Kostprobe gehört. Musikalisch wird uns Otto Lechner begleiten. Es ist uns eine ganz besondere Freude, dass er den Weg aus Wien auf sich genommen hat, um uns hier in Innsbruck zu begleiten und uns mit seinen Akkordeonklängen zu inspirieren und diese Vorstellungsblöcke immer wieder musikalisch zu untermalen bzw. uns inspirierende Pausen zu gestalten. Auch ganz wichtig am heutigen Tag sind unsere Gebärdendolmetscherinnen. Claudia Bayer und Elisabeth Greil werden die ganze Veranstaltung simultan das gesprochene Wort übersetzen für unsere Zuseher und Zuseherinnen, die gehörlos sind. Ja, und jetzt ist es mir eine besondere Freude, zwei starke Frauen, die hinter dieser Veranstaltung stehen und die sich sehr eingesetzt haben, dass wir heute im virtuellen Raum diese Veranstaltung feiern können, dieses Fest feiern können. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten, die Leiterin des Sozialministeriums Service Landesstelle Tirol, Angelika Alp-Hoskowetz, und Vera Sokol, Vorstandsmitglied der ARGE SODIT. Ich darf euch um eure Grußbotschaften bitten.
Ja, einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zu Wir sind inklusiv 2021 bis 2023. Sie als Unternehmen und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung, mit Benachteiligung, möchten wir heute ganz bewusst in den Mittelpunkt drücken. Das Recht auf Arbeit für alle ist in Ihren Betrieben gelebter Alltag. Inklusion bedeutet für Sie ständige Weiterentwicklung in dem Bereich Beschäftigung für alle. Zu dem Bereich Vielfalt bedeutet für Sie Herausforderung und Erfolg. Inklusion leben Sie mit Selbstverständnis vor, mit hohem Engagement. Sie bieten dauerhaft und immer wieder adäquate Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung an. Sie sind Motor in der beruflichen Inklusion und Vorbild für andere Unternehmen. Dazu gratulieren wir Ihnen heute sehr herzlich und freuen uns sehr, dies heute zu tun, wie in den letzten Jahren auch, bereits mehrjährig in der Kooperation mit der ARGE SODIT Tirol. In dieser Verbindung werden wir heute 49 Unternehmen, Gemeinden und soziale Einrichtungen in Tirol auszeichnen bzw. wieder auszeichnen. Ja, also ich freue mich auch, dass wir hier in dem Rahmen heute miteinander wirklich kommunizieren können. Die ARGE SODIT ist vielleicht nicht jedem bekannt. Es ist der Dachverband von 32 Tiroler Dienstleistungsunternehmen, die Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Behinderungen, psychischer oder chronischer Erkrankung in Tirol eben umsetzen. Die Angebote richten sich an Arbeitnehmende und an Unternehmen und sollen auch den Prozess der beruflichen Teilhabe unterstützen. Sie reichen von Wohnassistenz über Berufsvorbereitung zu persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz, Arbeitsassistenz bis zur Beratung für Unternehmen. Heuer freut es uns besonders, dass bei den Unternehmen, die das Gütesiegel redlich verdient haben, Unternehmen dabei gewesen sind, die Personen mit sehr, sehr hohem Unterstützungsbedarfen spannende, interessante Arbeitsplätze gegeben haben. Da wollen wir uns ganz speziell bedanken, weil dieses Zusammenspiel zwischen den Partnerorganisationen der ARGE SODIT und den Unternehmen so herausragend funktioniert. Dankeschön. Ja, 21 Betriebe, Unternehmen, soziale Einrichtungen und Gemeinden stehen im Mittelpunkt für die heutige Wiederauszeichnung. 28 Unternehmen, Gemeinden, soziale Einrichtungen haben zum ersten Mal den Weg beschritten, sich für das Gütesiegel Wir sind inklusiv zu bewerben. Die auszuzeichnenden Betriebe sind genauso wie ihre Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigungen ein bunter Mix aus unterschiedlichsten Regionen, aus allen Bezirken Tirols, aus den unterschiedlichsten Branchen und mit unterschiedlicher Größe. Also es sind Betriebe dabei, wirklich Kleinstunternehmen bis zu großen Betrieben, und sie alle zeigen, dass Inklusion in der Arbeitswelt möglich ist, auf eindrucksvolle Weise. Es sind Betriebe, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllt haben oder übererfüllt haben. Es sind Betriebe, die auf einem guten Weg dorthin sind. Und es sind aber auch sehr viele Betriebe in Tirol, die beschäftigen und ausbilden, obwohl sie dieser Pflicht gar nicht unterliegen. Also ein zusätzliches Zeichen für das Engagement und die Haltung dieser Unternehmen. Ja, und es freut mich jetzt ganz besonders, dass ich die Videogrußbotschaft von Bundesminister Anschober ankündigen darf. Ich möchte das auch noch einmal unterstreichen. Es ist eine besondere Wertschätzung für unsere Veranstaltung und vor allem für das Thema berufliche Inklusion und Teilhabe in der Gesellschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir ein persönliches Bedürfnis, Ihnen allen für Ihren Einsatz für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu danken.
durch Ihr Interesse und Ihren Einsatz als Unternehmen für einen inklusiven Arbeitsmarkt sind mittlerweile eine stattliche Anzahl von Betrieben aus ganz Tirol stolze Träger des Gütesiegels. Herzliche Gratulation zu 6 Jahren Wir sind inklusiv und 20-jähriger Auszeichnungsinitiative. Mein besonderer Dank gilt allen, die bisher eine Auszeichnung erlangten, den heute Auszuzeichnenden und hoffentlich noch unzähligen weiteren, die Ihrem Beispiel folgen. Sie beweisen, wirtschaftliches Handeln und soziale Verantwortung sind absolut kein Widerspruch, sondern eine Bereicherung für jedes einzelne Unternehmen. Die Covid-19-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen in gesundheitspolitischer, gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Menschen mit Behinderungen. Umso bedeutender sind Auszeichnungen wie diese und Unternehmen, die eine Vorbildwirkung einnehmen und Inklusion Tag für Tag leben. Die Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen und ein gesellschaftspolitisches Ziel. Das Regierungsprogramm sieht dafür viele Maßnahmen vor. Sie sind in der Covid-19-Pandemie wichtiger denn je. Bereits im Frühjahr haben wir ein Paket im Bereich der Lohnförderungen des Sozialministeriums Service geschnürt. Damit konnten wir mit Ihrer Unterstützung österreichweit 2000 Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderungen sichern. Die Personengruppe benachteiligter Menschen und Sie als Unternehmen sollen auch in Zukunft zielgerichtet unterstützt werden. Dem ATF werden 2021 und 2022 jährlich zusätzlich 40 Millionen Euro aus Budgetmitteln zufließen. Jugendliche und junge Menschen mit Behinderungen sollen auf ihrem Ausbildungsweg und die Betriebe bei der beruflichen Ausbildung unterstützt werden. Dafür setzen wir heuer bis zu 295 Millionen Euro und damit um 28 Millionen mehr als im Vorjahr aus dem ATF für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Menschen mit Behinderungen und Unternehmen werden damit durch einen bedarfsgerechten Ausbau der Projekt- und Lohnförderungen und neuer Maßnahmen wie dem NEBA-Betriebsservice unterstützt. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen allen für Ihren Einsatz und Ihr Engagement bedanken und ich hoffe, durch diese Initiative, Ihr Engagement und Ihre Vorbildwirkung folgen in Zukunft noch viele Unternehmen Ihrem Beispiel und tragen mit uns gemeinsam für mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen bei. Ja, herzlichen Dank an Minister Anschober für diese Grußbotschaft. Ich glaube, es ist wichtig, dass nicht nur die Unternehmen Inklusion leben, sondern dass auch die Politik starke Zeichen setzt und dass den ihren Beitrag dazu leistet, dass Inklusion im Arbeitsleben gelingen kann. Wie eingangs schon erwähnt, sind wir heute zu Gast in der Wirtschaftskammer Tirol. Wir befinden uns im Festsaal der Wirtschaftskammer und ich darf jetzt meinen Kollegen Bernhard Achatz zu mir auf die Bühne bitten und dass er vielleicht ein paar Grußworte als Hausherr und auch Jurymitglied an unsere Zuseher und Zuseherinnen richtet. Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns in der Wirtschaftskammer und es freut mich, dass Sie virtuell zu uns den Weg gefunden haben. Ganz herzlich begrüße ich die 49 Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute im Rahmen dieser Veranstaltung ausgezeichnet werden. Wir können sie zwar nicht persönlich feiern, aber ich denke, dieses Format ermöglicht es, dass viele andere Betriebe ihre Vorbildwirkung, die sie bei der Beschäftigung mit Menschen mit Behinderung haben, an dem teilhaben, an dieser gemeinsamen Feier teilhaben und hoffe, dass dies ausreichend Motivation für andere Betriebe ist, sich in den kommenden Jahren auch für den Preis Wir sind inklusiv zu bewerben und auch in diesem oder hoffentlich bald wieder in einem anderen Rahmen, nämlich persönlich hier bei uns vor Ort in der Wirtschaftskammer, sich feiern zu lassen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und für Ihr Engagement. Lieber Bernhard, vielen Dank. Das wünschen wir uns alle, dass wir möglichst bald wieder zusammenkommen können. Aber
wir nützen die Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Die Inklusionsauszeichnung blickt auf eine mittlerweile 20-jährige Geschichte zurück. Vor 20 Jahren wurden Unternehmen für ihre Integrationsbemühungen mit einem Preis geehrt. Mittlerweile ist aus der Integration Inklusion geworden. Ein sprachlich kleiner, aber inhaltlich sehr wesentlicher Unterschied. Integration bedeutet die Wiederherstellung eines Ganzen. Durch Integration werden Menschen oder Gruppen mit einbezogen, die vorher ausgeschlossen waren. Inklusion hingegen beschreibt eine Gesellschaft, in der Menschen akzeptiert werden und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser Gesellschaft teilhaben können. Unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Alter oder Herkunft, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder Bildung oder von eventuellen Behinderungen oder Beeinträchtigungen. So wie sich der Weg vom einmaligen Preis zu einem dauerhaften Prozess bis zu einem Gütesiegel entwickelt hat, so hat es auch einen Wechsel gegeben im Preis zu einem Kunstobjekt. Dieses Kunstobjekt bekommen Betriebe, die zum ersten Mal ausgezeichnet werden. Das heißt, die wieder ausgezeichneten Betriebe von heute haben das schon. Aufgrund der Pandemie ist es leider so, dass wir Ihnen das heute nicht persönlich überreichen können, aber sehr in den Vordergrund stellen möchten und das, sobald es möglich ist, im Rahmen von einem Betriebsbesuch bei Ihnen gerne nachholen werden. Mir ist es sehr wichtig, das Kunstobjekt auch noch einmal zu betonen, das Sie im Bild gesehen hat, weil es steht eine Künstlerin dahinter, die ich Ihnen gern vorstellen würde. Das Kunstobjekt wurde entworfen von der Künstlerin Frau Carmen Jamschek. Sie ist Mitglied der Ateliergemeinschaft Kunst und Drüber. Es handelt sich dabei um ein integratives Frauenatelierprojekt des Vereins TAFI in Innsbruck und gerade die Verbindung inklusive Kunst und Frauenprojekt, glaube ich, ist es sehr wert, in den Vordergrund zu stellen. Ja, vielen Dank, Angelika. Ich habe es schon angekündigt, dass dieses Format auch Ihnen es ermöglicht, sich zu beteiligen. Und im Folgenden darf ich Ihnen das Mentimeter vorstellen. Das ist eine Internetplattform. Sie sehen jetzt eine Webseite unter dem Link www.menti.com. Haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Gedanken mitzuteilen, die Sie mit dem Begriff Inklusion verbinden. Wie funktioniert das Ganze? Sie rufen den Link auf www.menti.com und werden aufgefordert, einen Code einzugeben. Den Code sehen Sie ebenfalls auf der Folie. Das wäre die Nummer 5536183. Sie gelangen nun zu einem Eingabefeld, wo Sie bis zu 3 Begriffen zum Thema Inklusion eingeben können. Und damit Sie jetzt Gelegenheit und Zeit haben, diese Seite aufzurufen, sich Gedanken zu machen, ja, welche Begriffe und Worte verbinde ich mit Inklusion, darf ich den Herrn Otto Lechner bitten, uns ein inspirierendes Musikstück darzubieten. Nutzen Sie die Zeit, beteiligen Sie sich. Wir werden im Laufe der Veranstaltung das Ergebnis Ihrer Teilnahme einblenden und werden sehen, welche Begriffe Sie in Zusammenhang mit Inklusion bewegt. Bitte, darf ich um ein inspirierendes Musikstück bitten? Thank you.
20 Minuten darf ich gemeinsam mit Angelika Alposkowitz und Vera Sokol die 21 wieder ausgezeichneten Betriebe und Unternehmen vorzustellen. Diese Unternehmen haben schon über viele Jahre ihre Strukturen so verändert und angepasst, dass Mitarbeitende mit einer Behinderung am Arbeitsleben teilhaben können. Wir werden nun in Form von der Vorstellung des Namens und einiger Bilder visuelle Eindrücke der Unternehmen Ihnen übermitteln und dürfen also in kurzen Unternehmensbeschreibungen Gedanken oder Kommentare dieser ausgezeichneten Betriebe vorstellen. Ich möchte Sie an dieser Stelle einladen, dass Sie vor den Bildschirmen applaudieren oder sich auch selbst stolz auf die Schulter klopfen. Das Alpenresort Schwarz wird von der Familie Birktl geführt und ist ein 5-Sterne-Wellness-Hotel in Mirming. Die Familie ist stetig bemüht, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigungen individuelle Unterstützung zu geben und gleichzeitig deren Selbstständigkeit zu fördern. Die Betaplan Hutter KG in Innsbruck hat sich auf das Event- und Personalmanagement spezialisiert und hilft bei allen Belangen der Veranstaltungsorganisation. Die Firma engagiert sich besonders für Mitarbeitende mit erhöhtem Unterstützungsbedarf und legt hohen Wert auf ein respektvolles Miteinander. Der Familienbetrieb in der Ramsau im Ziel ist in der Ramsau im Zillertal angesiedelt und entwickelt und produziert Qualitätsprodukte rund um das Thema Schlaf. Für die Familie Eberharter ist soziale Verantwortung eine Selbstverständlichkeit und will daher auch Menschen mit Inklusionsbedarf eine Chance am Arbeitsmarkt bieten. Brennweit Medienproduktion unter der Leitung von Herrn Valentin Seisel mit Sitz in Innsbruck widmet sich der professionellen Film- und Videoproduktion. Der Betrieb ist ein schönes Beispiel dafür, wenn es darum geht zu zeigen, dass es auch für eine kleine Firma möglich und interessant ist, eine mitarbeitende Person mit Behinderung einzustellen. Der DM Drogeriemarkt in Kufstein fokussiert sich speziell auf die individuelle und maßgeschneiderte Ausbildung von Lehrlingen mit Beeinträchtigungen. Offene Gespräche, gegenseitige Unterstützung und ein geduldiger und respektvoller Umgang miteinander sollen Lehrlinge bestmöglich beim Übergang von der Ausbildung in das Berufsleben unterstützen. Beim IKEA-Einrichtungshaus Innsbruck steht Inklusion für Einbeziehung. Der Betrieb strebt danach, dass sich Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen wohlfühlen und dadurch ihre vielfältigen Sicht- und Herangehensweisen vertrauensvoll in die Arbeit einbringen können. Kooperation und ein respektvolles Miteinander sind feste Bestandteile der gelebten Inklusion. Die Innsbrucker sozialen Dienste bieten ihre Dienstleistungen im städtischen Bereich an. Beispielsweise bemüht sich das Seniorenheim Hötting intensiv um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Hervorzuheben ist auch, dass die ISD-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 57 verschiedenen Nationen kommen. Vor dem nächsten Block wieder ausgezeichneter Betriebe sehen Sie einen kurzen Film über Inklusion, der im Rahmen der Inklusionsauszeichnung 2018 produziert wurde. Hier wird leicht und verständlich erklärt, welchen Nutzen Inklusion für alle Beteiligten bringt und wer sie dabei unterstützt. Lernen Sie von der ersten Inklusionsbeauftragten, wie selbstverständlich das Miteinander gelebt werden kann. Pippi Langstrumpf sagt, sie wohnt in der Villa Kunterbunt. Wir sagen, die ganze Welt, auf der wir wohnen, ist kunterbunt. Voller verschiedener Menschen. Voller Diversität. Voller einzigartiger Individuen. Gemeinsam haben alle Menschen das Grundrecht auf Arbeit.
Selbstverständlich und dezidiert auch Menschen mit Behinderungen. Das Recht, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. So wie Lena. Lena erhielt eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum und sie ist ein mathematisches Genie. Räumliches Denken in seiner komplexesten Form ist für sie ein Kinderspiel. Harald ist Chef der Firma Luster, ganz in der Nähe von Lena. Und er sucht händeringend Mitarbeitende mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen. Da tritt das Netzwerk beruflicher Assistenz auf den Plan. Hier führen wir Lenas Talente und Haralds Suche zusammen. Volltreffer! Wir stellen Lena der Firma Luster vor und helfen, alle offenen Fragen zu klären. Jetzt arbeitet Lena in der Abteilung Design und Entwicklung und ist hier für die Berechnung neuer Beleuchtungskörper verantwortlich, die das Licht besonders schön brechen und so glitzern, dass den Kunden vor lauter Freude die Spucke wegbleibt. Da freuen sich Lena und ihr Chef. Oder wie Paul. Paul ist ein begnadeter Tischler und hat sich auf die Herstellung von Kuckucksuhren spezialisiert. Aber da gibt es ein Problem. Paul ist seit seiner Geburt gehörlos. Seine Geschäftsidee läuft nicht so richtig an. Und wieder kann das Netzwerk beruflicher Assistenz helfen. Wir vermitteln den hochqualifizierten Tischler an ein Unternehmen, in dem er seine Begabung voll ausspielen kann. Im Weiteren hat er den großen Vorteil, trotz des Lärms in der Produktion kommunizieren zu können. Lippenlesen und Zeichensprache sind für Paul schon immer alltäglich. Schnell möchten alle Kollegen diese Vorteile nicht mehr missen. In diesem Unternehmen gibt es bereits eine Mitarbeiterin mit Behinderung. Mit speziellen Hilfsmitteln ist Annette dort für den Showroom und die Auslieferung verantwortlich und berät die Kundschaft. Zu den Hilfsmitteln später mehr. Menschen mit Behinderungen wie Lena, Paul und Annette haben viele Begabungen und Fähigkeiten, die sie zum Vorteil aller in die Arbeitswelt einbringen können. Dafür gibt es finanzielle Förderung, zum Beispiel vom Sozialministerium Service oder vom Arbeitsmarkt Service. Unterstützende Hilfe für Arbeitnehmende und Arbeitgebende durch Arbeitsassistenzen vor Ort. Und die bereits angesprochenen Hilfsmittel, die Arbeitsprozesse erleichtern. Innerhalb der Firmen profitieren alle Mitarbeitenden durch die Zusammenarbeit. Die Arbeitswelt wird bunter. Achtsamkeit auf Kolleginnen und Kollegen und Toleranz anderen gegenüber wird gelebt, sowie die Belegschaft sensibilisiert. Das alles wirkt sich positiv auf die Stimmung und Motivation am Arbeitsplatz aus und erhöht nicht zuletzt die Produktivität. Viele Konsumentinnen und Kunden treffen inzwischen ihre Entscheidungen ebenfalls immer mehr nach Überlegungen betreffend der Produktionsbedingungen, der Nachhaltigkeit und eben auch der Inklusion. Wir laden Sie zu einem interessanten Gedankenspiel ein. Betrachten wir unsere Normbegriffe global, wird schnell klar, dass sie sich kulturspezifisch extrem unterscheiden. Was in der einen Kultur pathologisiert wird, kann in einer anderen sogar als großes Ideal gelten. Also halten wir es mit der berühmtesten Inklusionsbeauftragten der Welt, Pippi Langstrumpf, und zeichnen heute Firmen aus, die bereits die bunte Vielfalt unserer Welt zum Vorteil aller abbilden und fördern. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.sozialministeriumservice.at. Wir werden im jetzt folgenden Block die nächsten 7 wieder ausgezeichneten Betriebe vor den
Vorhang holen. Das darf ich wieder gemeinsam mit Angelika Hoskowitz und Vera Sokol machen. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne-Hotel und wird in der 4. Generation von der Familie Reiter geführt. Soziale Verantwortung zu übernehmen ist fixer Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Familie Reiter engagiert sich für Menschen mit Beeinträchtigungen und weitere gesellschaftsbenachteiligte Gruppen und bietet ihnen adäquate Arbeitsplätze. KDG Media Log in Stanzach ist die Logistik-Company der KDG und spezialisiert auf Supply Chain Management. Dem Unternehmen ist es besonders wichtig, auf die individuellen Kompetenzen der Mitarbeitenden mit Beeinträchtigungen einzugehen und eine gegenseitige, erfüllende Einsatzmöglichkeit zu finden. Ludwig, das Burger-Restaurant in Innsbruck, hält nicht nur große Stücke auf seine Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung, sondern ist auch auf seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund sehr stolz. Die Begegnung auf Augenhöhe ist der Inhaberin sehr wichtig und ist in der Geschäftsphilosophie fest verankert. Die Marktgemeinde FOM steht für eine gleichberechtigte Teilnahme bei Bildung am Arbeitsplatz und insbesondere bei Wohnen und Leben für alle ihre Bürger und Bürgerinnen. Sie unterstützt zum Beispiel das von der Lebenshilfe betriebene Café und hilft durch die Einbindung der geschützten Werkstätte als Postpartner, Menschen mit Behinderungen im öffentlichen, beruflichen Leben sichtbar zu machen. Der Geschäftsführung der Merkur-Filiale am Mitterweg in Innsbruck ist vor allem der verständnisvolle Umgang, besonders in schwierigen Situationen, mit Menschen mit Beeinträchtigungen wichtig. Alle Auszubildenden, egal ob reguläre Lehre, verlängerte Lehre oder Teilqualifizierung, werden gleichermaßen entlohnt. Der Betrieb ist immer offen für Arbeitserprobungen und Praktika. Die Firma Reka unter der Führung des Eigentümers Posch Georg hat ihren Sitz in Imst und widmet sich der Ofenbauerkunst. Herr Posch ist davon überzeugt, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung alle etwas angeht und dient als vorbildliches Beispiel für gelebte Inklusion für andere Unternehmen. Das Restaurant Geisterburg mit Sitz in Hall zeichnet vor allem das besondere Engagement bei der Unterstützung von Lehrlingen mit Beeinträchtigungen aus. Es wird immer intensiv auf die Bedürfnisse der Auszubildenden eingegangen, sodass sie ihre Ausbildung bestmöglich meistern und möglichst nach der Ausbildung im Betrieb bleiben können. Bevor wir Ihnen die nächsten Betriebe vorstellen, zeigen wir Ihnen ein Video der ARBAS. Die Arbeitsassistenz Tirol hat gemeinsam mit der Firma Stubenhocker beeindruckende Porträts von Menschen mit Behinderung gemacht, die uns einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gestatten und welche Hilfsmittel ihnen die Teilhabe am Arbeitsleben erleichtern bzw. ermöglichen. Wenn du wieder ein Vorstellungsgespräch hättest, was wäre dein Anfangssatz? Ja, ich bin Christoph, bin 39 Jahre alt, habe eine Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht. Wo arbeitest du gerade und in welchem Bereich? Ich arbeite bei der Firma Kommunalp. Im Speziellen arbeite ich dort im Finanzbereich und unterstütze auch bei IT-Angelegenheiten, weil wenn jetzt irgendwas eingerichtet werden muss, zum Beispiel neuer Drucker, dann helfe ich bei der Einrichtung und stehe ihm eigentlich ein bisschen zur Seite. Bin eigentlich damals auch beim AMS gewesen und da haben sie gesagt, ich sollte mich an die Arbeitsassistenz Tirol wenden. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, 6 Wochen das Arbeitstraining zu machen. Und nach 3 Wochen hat mein Chef gesagt, er kann sich das sehr gut vorstellen, er ist begeistert von mir. Er gibt mir die Möglichkeit, dass ich hier weiter beschäftigt werden darf. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Also ich werde in der Früh vom Fahrdienst abgeholt. Der holt mich direkt vor der Haustür ab und fährt mich nach Innsbruck. Dann kommt mein Arbeitsassistent, der mir bei manchen Sachen auch zur Seite steht, wie zum Beispiel Jacke ausziehen oder Dokumente einscannen. Ja, dann geh ich ganz normal meine Tätigkeit nach. Das ist hauptsächlich am Computer. Dann geh ich meiner Arbeit nach, so ungefähr bis 12, ab 1. Dann gibt's Mittagessen. Ja, und nach dem Mittagessen holt mich dann auch schon so, dauert es nicht mehr lange, dann holt mich mein Fahrdienst wieder ab und fährt mich nach Hause. So kann man ungefähr den Arbeitsablauf. Ist jetzt nicht so aufregend, aber. Und wie sieht ein nicht so typischer Arbeitstag bei dir aus? Bei mir ist zum Beispiel das Besondere, einmal die Woche die Möglichkeit habe, von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist immer freitags, weil freitags sind die Kollegen oft nicht so lange da. Da habe ich meinen Chef gefragt, ob es nicht möglich wäre, von zu Hause aus zu arbeiten. Auf der einen Seite ist es ganz fein, weil man kann ein bisschen länger was machen, weil man nicht an Zeiten gebunden ist, wann einem zum Beispiel der Fahrdienst abholt oder wann der Fahrdienst kommt. Aber auf der anderen Seite kriegt man auch wenig mit, was im Büro so los ist, wenn was besprochen wird. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Erkläre jemandem, der es noch nie gesehen hat, dein technisches Hilfsmittel. Ich habe so eine spezielle Maus, die mich bei der Arbeit unterstützt. Auch eine kleinere Tastatur, weil ich mit den Händen, ich habe eine Tetraspastik, die linke Hand kann ich zwar besser einsetzen als die rechte, aber die Tastatur und die Maus unterstützen mich sehr, sehr bei meiner Arbeit. Ja, wie soll man es beschreiben? So ähnlich wie so ein langes Brett. Da ist in der Mitte so ein Gummi, was man nach vorne und hinten und zur Seite bewegen kann. Das ist sozusagen der Mauszeiger. Dann hat man in der Mitte eine Möglichkeit, kann man mit dem Finger oder mit den Fingern draufdrücken und zum Beispiel bestätigen. Ich muss sagen, dass ich dankbar bin, dass ich mit den Hilfsmitteln arbeiten kann. Und so wie es ist, ist es für mich optimal. Ich würde jetzt nicht so viel ändern. Wenn du ein Erfinder wärst, mit welcher Erfindung würdest du die Welt bereichern? Boah, wenn ich Erfinder wäre, was würde ich erfinden? Ich würde, glaube ich, gar nichts Neues erfinden, sondern ich würde das Bestehende, wie zum Beispiel die Spracherkennungssysteme, würde ich so optimieren, dass ich bei Texteingaben zum Beispiel, und ich spreche was, dass es automatisch erkannt wird, dass das Programm so schlau ist, dass ich da nichts mehr nachkorrigieren muss. Das wäre für mich schon eine Erleichterung, wenn es sowas gäbe. Aber so wirklich was Neues erfinden, ich glaube, ich wäre kein guter Erfinder. Ja, und schon kommen wir zum letzten Block der wieder ausgezeichneten Betriebe. Ich darf Sie daran erinnern, vergessen Sie nicht zu applaudieren oder sich selber auf die Schulter zu klopfen. Das Schubidu Eltern-Kind-Zentrum in Kufstein ist Kindergarten, Begegnungsort und Beratungsstelle für werdende Eltern und Eltern mit kleinen Kindern. Vor allem das harmonische Betriebsklima und das positive Miteinander im Zentrum unterstützen die dort angestellte junge Mitarbeiterin mit Lernschwäche, die in ihrem Traumberuf eine langfristige Arbeitsstelle finden konnte. Für das Team des Sozialzentrums Senecura in Kirchberg ist es eine Selbstverständlichkeit, Mitarbeitenden mit Unterstützungsbedarfen eine Möglichkeit und Chance im Arbeitsleben zu geben. Besonders wichtig ist es, den Betrieb auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Mitarbeitenden einzugehen und die Tätigkeiten dementsprechend anzupassen. Sinnesberger mit Sitz in Kirchdorf ist im Gastronomie-Großhandel tätig. Das Unternehmen leistet einen wesentlichen Beitrag bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen.
da es durch ihren jahrelangen außergewöhnlichen Einsatz immer wieder Menschen mit Einschränkungen eine Chance auf einen Arbeitsplatz gibt und seit vielen Jahren Mitarbeitende mit Behinderung beschäftigt. Das Familienunternehmen Brüder Theuerl in Assling ist in der Holzindustrie tätig. Der Betrieb engagiert sich vorbildlich bei der Ausbildung von Lehrlingen mit Beeinträchtigungen. Hervorzuheben ist, dass das Unternehmen ein Lehrlingsausbildungsprogramm mit individueller Betreuung bietet und externe Fördermaßnahmen für Lehrlinge fast ausschließlich während der Arbeitszeit stattfinden. Bei den Tirol-Kliniken besonders erwähnenswert ist seit 2012 die Initiative Aufwind. Bei diesem Projekt liegt der Schwerpunkt darin, betroffene Mitarbeitende und Führungskräfte zu beraten und bei Bedarf die notwendigen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zu schaffen, um Menschen mit Behinderungen im Unternehmen zu halten oder neu zu integrieren. Die Unternehmensgruppe Freisinger mit dem Sitz in Ebbs umfasst mehrere Sparten, unter anderem Holzbau und Fensterbau. Inklusion von Kolleginnen und Kollegen mit Beeinträchtigung ist für die Familie Freisinger und ihre Mitarbeitenden somit eine alltägliche, gelebte Philosophie. Die Fähigkeit einer jeden einzelnen Person werden hervorgehoben bzw. so unterstützt, damit sie in der Arbeit auch gelebt werden können. Der Verein Taffi in Wattens begleitet in 8 Projekten Menschen mit Behinderungen bei der Gestaltung ihres inklusiven Alltags, beim Wohnen, in der Arbeit, bei Bildung und Freizeit. Ebenso ist es für Taffi selbstverständlich, auf den unterschiedlichsten Hierarchieebenen Menschen mit Behinderungen auch anzustellen. Ich habe Ihnen bereits zu Beginn angekündigt, dass wir auch sehr interessante Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen wollen. Ich freue mich, dass Frau Dr. Heike Moroder den Weg zu uns gefunden hat. Ich darf Sie vielleicht kurz vorstellen, Ihren beeindruckenden Werdegang. Frau Moroder ist promovierte Juristin und arbeitet seit vielen Jahren in einer Steuerberatungskanzlei in Innsbruck. Darüber hinaus ist sie fachkundige Laienrichterin am Bundesverwaltungsgericht. Frau Moroder ist selbst von Geburt an von einer Gehbehinderung betroffen und sie engagiert sich als Nutzerinnenvertreterin für die Belange behinderter Menschen und steht mit dieser Expertise mit Rat und Tat im Land Tirol zur Seite. Herzlich willkommen, Frau Dr. Moroder. Dankeschön. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen abgesprochen und haben uns Fragen überlegt. Und die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte: Was würden Sie einem Betrieb empfehlen, der sich mit dem Gedanken spielt, Mitarbeitende mit einer Behinderung einzustellen? Ich würde es empfehlen, einfach mal gleich zu machen wie mit jedem anderen Mitarbeiter, mal zu überlegen, für was brauche ich den Mitarbeiter, was soll er können, welche Aufgabe soll er übernehmen, also wo habe ich einen Platz, was muss der erfüllen. Erst im Nachhinein würde ich mir darüber nachdenken, kann diese Aufgabe ein Mensch mit Behinderung und wenn ja, welche Beeinträchtigung ist praktisch wurscht. Da kann ich dann differenzieren. Nehme ich jemanden mit Gehbehinderung, nehme ich jemanden mit Sinnesbehinderung und dergleichen. Also ich würde das gar nicht anders machen als bei jedem normalen Mitarbeiter. Ja, vielleicht ist da so das Bild im Kopf, dass man da alles anders machen muss. Aber auch bei nicht behinderten Mitarbeitenden muss ich überlegen, was ist die notwendige Qualifikation und welches Umfeld braucht der Mensch, um wirkungsvoll zu werden. Was sind aus Ihrer Erfahrung die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass die Inklusion im beruflichen Alltag gelingt? Das Wichtigste, denke ich, dass man den Mitarbeiter nicht als Menschen mit Behinderung sieht, sondern als Mitarbeiter und dass man das auch überall vermittelt. Du bist ein Mitglied in unserem Betrieb, du hast eine Aufgabe und das auch den Mitarbeitern, den anderen vermittelt.
der ist also gleichwertig, der ist wirklich mit uns drinnen. Das heißt, ich muss ihm auch eine Aufgabe geben, wo er praktisch das erfüllen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, man ist mittendrin, nicht nur eben dabei im Betrieb. Man kann eine Aufgabe erfüllen. Ich habe eben im Team irgendeine Aufgabe, die wichtig ist, die eine Funktion erfüllt. Oder dass man auch vielleicht darüber nachdenkt, wie kann ich denn weiterbilden, wie kann ich denn noch besser qualifizieren. Weil oft vergisst man, dass Menschen mit Behinderung sich auch weiterbilden wollen und vielleicht auch aufsteigen oder woanders hin oder weiterkommen wollen. Das wird gern vergessen, dass manche Menschen mit Behinderung nicht einmal einen Job anfangen und den dann zig Jahre machen. Man sollte es vielleicht einfach ganz normal betrachten, wie kann man ihn noch besser immer wieder integrieren. Was können denn Mitarbeitende oder das bestehende Team, was können denn die falsch machen? Was sie falsch machen können? Naja, ich glaube, wenn sie was falsch machen, dann sind das Berührungsängste, dass man meint, man muss einen Menschen mit Behinderung vielleicht anders behandeln und man muss furchtbar aufpassen. Ich denke, dass der größte Fehler ist, den man machen kann, ihn ganz anders zu behandeln, weil das Andersbehandeln wirkt dazu, dass man ihn ausgrenzt. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Vielleicht sollte man die Möglichkeit schaffen, mehr zu reden, mehr Fragen zu stellen, eben auch den anderen Mitarbeitern eine Möglichkeit geben, eine Person zu haben, wo man fragen kann. Weil vielleicht traut man sich nicht direkt, den Menschen mit Behinderung anzusprechen, um ihn nicht zu kränken oder zu verletzen. Vielleicht kann man da sagen, der Mitarbeiter, der den Menschen mit Behinderung unterstützt, ist auch für Beratung und Rat der anderen Mitarbeiter zuständig, um eben vielleicht Vorurteile und Hemmnisse abzubauen. Also so ein Patensystem, genau. Dass alle Fragen gestellt werden, die gestellt werden wollen oder die gestellt werden müssen. Oder die einfach drücken sozusagen. Ja, genau. Das ganze Thema Aus- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinderung. Was denken Sie, sollte am Bildungsmarkt angeboten werden, um Inklusion zu ermöglichen? Also am Bildungsmarkt haben wir meistens das Problem, dass Sie sagen, Barrierefreiheit reicht, wenn ein Rollstuhlfahrer ganz einfach ausgedrückt in die Bildungseinrichtung reinkommt. Man vergisst meistens die Sinnesbehinderungen, die werden ein bisschen schändlich betrachtet, wenn man so will, dass man sagt, man könnte auch sogenannte Induktionsanlagen, das sind spezielle Anlagen für Menschen mit einer Hörbehinderung, dass man die bei Hörsäle zum Beispiel einbaut oder bei Vorträge mit einbezieht. Es gibt da mobile Anlagen, dass sie das einfach anhören können, dass man also auch berücksichtigt. Es gibt eben nicht nur Rollifahrer, es gibt auch andere Behinderungen, was der Bildungsmarkt zu wenig macht, dass er bekannt gibt, was diese Teilqualifikationen sind, dass sich die Mitarbeiter oder auch die Unternehmen darunter was vorstellen können. Sprich, wenn jemand eine Teilqualifikation hat, dass er so und so schon etwas leisten kann, eine Ausbildung hat und dass es durchaus auch eine Leistung von dem Unternehmen ist, wenn er jemanden anstellt mit einer Teilqualifikation. Aber auch der, die Teilqualifikation erreicht hat, hat was geleistet. Fein. Und dass gute Gespräche die Welt verändern, können wir schon ein bisschen unter Beweis stellen. Nach unserem Vorgespräch habe ich also die Betriebsleitung vom WIFI darüber informiert, dass es also nicht nur bauliche Barrieren gibt, sondern dass man da auch andere Hilfsmittel verwenden kann. Und es wird investiert in eine Induktionsanlage, die sowohl in der Wirtschaftskammer als auch im WIFI dann zum Einsatz kommen wird. Also Fein. Vielleicht haben wir schon einen kleinen Beitrag geleistet. Fein. Vielen Dank, Frau Dr. Maroda. Ja, wir haben ja vor etwa einer halben Stunde die Mentimeter-Umfrage gestartet. Und wir würden jetzt gern die Gelegenheit nutzen, um einmal hinzuschauen, welche Begriffe für Sie im Zusammenhang mit Inklusion wichtig waren. Sie können an der Größe der Worte erkennen, ob sie vielleicht öfters genannt wurden, ob sie mehrfach genannt wurden
Und an den etwas kleineren Schriftgrößen sehen Sie, dass sie vielleicht nicht so oft genannt wurden. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger wichtig sind. Ich habe so im Vorfeld ein bisschen die Wortwolke studiert. Also ich glaube, ein paar verbindende oder Gedanken, die uns gemeinsam sind, ist also das ganze Thema der Teilhabe, das Gemeinsame, die Gleichberechtigung, aber auch die Vielfalt scheinen Worte zu sein, die vielen von uns im Zusammenhang mit Inklusion wichtig sind. Aber wenn man so dieses Kleingedruckte sich anschaut, da stehen natürlich auch vielleicht kritische Appelle, dass wir das vielleicht noch nicht ganz so gut zustande bringen, wie es möglich wäre. Dass es vielleicht mehr Zusammenhalt braucht, dass es Rücksichtnahme fordert, Inklusion zu leben. Da geht es auch um Themen wie soziale Gerechtigkeit. Das sind jetzt einmal ein paar Eindrücke von diesen Rückmeldungen, die Sie uns über diese Mentimeter-Umfrage geschickt haben. Die Mentimeter-Umfrage bleibt heute noch den ganzen Abend geöffnet. Also Sie haben auch nach der Veranstaltung noch die Möglichkeit, Ihre Gedanken mit einzubringen. Die Wortwolke wird sich weiter verändern. Und wir werden Ihnen dann in der Zusammenfassung, in der Nachschau, die dann auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung steht, dann das Endergebnis dieser Umfrage präsentieren. In diesem Jahr werden 28 Betriebe erstmals ausgezeichnet. Ich denke, diese Zahl von erst ausgezeichneten Betrieben ist sehr bemerkenswert, da wir ja alle wissen, dass uns das letzte Jahr eine Pandemie im Würgegriff hatte. Und umso mehr ist das Engagement im Zeichen der Inklusion erfreulich. Vielleicht hat uns auch diese Pandemie etwas wachgerüttelt, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir ein Miteinander leben müssen. Und wir dürfen Ihnen jetzt im Folgenden die ersten 10 erst ausgezeichneten Betriebe vorstellen. Der Betrieb Loaca Konfekt mit Sitz in Hainfels stellt Waffelgebäck und Süßwaren her. Für den Betrieb ist nicht nur Qualität und wirtschaftlicher Erfolg essentiell, sondern auch soziale, ethische und ökologische Verantwortung sind in der Unternehmenspolitik verankert. Die Access AG mit Werk in Innsbruck entwickelt intelligente Softwarelösungen und sorgt für Sicherheit von Zutritten. Inklusion hat bei Access einen hohen Stellenwert, weil in der Unternehmensphilosophie verankert ist, dass alle Menschen gleich sind, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder sonstigem. Casa Genoveva. Das Apartmenthaus in Elmen wird von der Familie Grüninger geführt. Herr Grüning legt besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitenden mit Einschränkungen und geht in keiner Weise von einer Betreuungssituation aus. Der Familie ist es wichtig, dass seine Mitarbeitenden mit Hilfe eines Ablaufplans ihre Tätigkeiten selbstständig und eigenverantwortlich ausführen können. Das Ortis Restaurant ist ein kleiner Familienbetrieb und ist im Soho 2 in Innsbruck zu finden. Die Familie legt großen Wert auf berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und ermöglichte zum Beispiel einem Mitarbeiter mit Einschränkungen den echten und gelungenen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Die Denk-, Krapfen- und Knödelmanufaktur ist in Hall angesiedelt und fertigt handgemachte Tiroler Spezialitäten. Heidi und Roland Denk ist es besonders wichtig, Menschen mit Behinderungen eine Chance am Arbeitsmarkt zu geben, obwohl das Unternehmen nicht einstellungspflichtig ist. Schnupperpraktika sind bei der Manufaktur auch jederzeit möglich. Im Haus der Begegnung wird Inklusion und berufliche Teilhabe jeden Tag gelebt.
Das Bildungshaus beschäftigt Personen mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen, teilweise bereits sehr langfristig und auch durch Krisen hindurch. Etwa 10% der Belegschaft haben eine Beeinträchtigung. Das Familienunternehmen Friseursalon Pöll in Schwoich zeichnet vor allem ein höchst lösungsorientierter Zugang in Bezug auf diverse Problemlagen bei der Ausbildung von Lehrlingen aus mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf. Die Familie Pöll setzt auf eine offene und konstruktive Kommunikationsstruktur. Die Firma Funkenflug befindet sich in Kemmerton und ist im Bereich Feuerraumtechnik und Metallverarbeitung tätig. Alois Wegscheider ist es besonders wichtig, auch Menschen mit ungleichen Lebenschancen, unabhängig von ihrer Behinderung, kulturellem Hintergrund oder den Lebensumständen, eine Perspektive am Arbeitsmarkt zu geben. Die Bio-Blumengärtnerei Seidemann ist in Völs angesiedelt. Im Betrieb wird der Arbeitsalltag immer gemeinsam im großen Team mit allen Mitarbeitenden, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, bewältigt. Betriebsabläufe greifen ineinander und dadurch hat jeder und jede Mitarbeiterin seinen oder ihren individuellen hohen Stellenwert. Firma Grisa Daniel bietet Tischlermontagen und führt seinen Betrieb in Umhausen. Das Unternehmen ist immer offen für Arbeitserprobungen und Praktikas und will jedem und jeder Bewerberin die gleiche Chance auf Arbeit auch geben. Durch die ruhige und empathische Art von Herrn Grisa können schwierige Situationen am Arbeitsplatz von Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigung positiv gelöst werden. Applaus für die ersten 10 erstmalig ausgezeichneten Unternehmen. Wenn ein Unternehmen sich entscheidet, Menschen mit Behinderung einzustellen, dann stellen sich zu Beginn sehr viele Fragen. Da sind unter Umständen arbeitsrechtliche Themen zu klären. Es sind Fragen der technischen Unterstützungsmöglichkeiten zu klären. Es stellen sich unter Umständen Fragen zu Förderungen, ja, oder sonstigen Angeboten, die man in diesem Zusammenhang nutzen kann. Es ist nachvollziehbar, dass das also für Unternehmen nicht sehr einfach ist, sich in diesem reichhaltigen Angebot zurechtzufinden. Es gibt also eine ganz vielfältige Landkarte der unterschiedlichsten Organisationen und Angebote. Und damit man sich da zurechtfinden kann, benötigt es also kompetente Unterstützung. Ja, wir freuen uns sehr, dass sich letztlich die damaligen Aktivitäten in Tirol, die Rückmeldungen der Tiroler Betriebe im Rahmen der Dialogveranstaltung, die Entstehung der Tiroler Landkarte letztendlich mit der österreichweiten Implementierung des Betriebsservice durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen und das Sozialministerium Service Österreich als Auftraggeber und in unserer Umsetzung getroffen haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Produkt, das wir Ihnen als Betrieb anbieten können. Und deshalb ist uns ganz besonders wichtig, dass wir Ihnen auch kurz das Team des Betriebsservice in Tirol vorstellen. Mit einer kurzen Aussage, wie die Arbeit im Betriebsservice oder die Zielsetzung gesehen wird. Sie haben gerade den Herrn Bernhard Kraus im Beitrag schon gesehen. Er sagt, ich arbeite beim NEWA Betriebsservice, weil Arbeit allen Teilen der Bevölkerung barrierefrei zugänglich gemacht werden muss. Zum Team gehört ebenso Bettina Ungar. Sie sagt, weil es schön ist, mit meiner Tätigkeit dazu beitragen zu dürfen, dass Inklusion in der Arbeitswelt mehr und mehr zur Normalität wird. Teammitglied Angelika Schiener arbeitet beim NEWA Betriebsservice, weil ich mich über jede Stelle, die wir gut besetzen können, persönlich freue. Nicole Schießwald, ebenso zum Team des Betriebsservice zugehörig, weil mir beide Seiten am Herzen liegen, sowohl die Seite der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
als auch die Seite der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Behinderung. Ich denke, dass man beide sehr gut vereinen und eine Win-Win-Situation erzielen kann, sofern die richtigen Grundlagen dafür geschaffen sind. Sie sehen, auch das Betriebsservice-Team in Tirol steht zur Verfügung und wir laden Sie ein, es ganz, ganz viel für Ihre Fragen zu nützen. Ja, vielleicht sind jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen vor dem Bildschirm, die jetzt ein bisschen inspiriert worden sind, vielleicht das nächste Mal dabei zu sein, wenn es um Erstauszeichnungen geht, dass ihnen dieser Einstieg leicht gemacht wird, haben wir jetzt gerade mit der Vorstellung des Betriebsservice gesehen. Im folgenden Block dürfen wir Ihnen wieder 9 erstausgezeichnete Betriebe vorstellen. Dem Hotel Hochfilzen Elmau ist es erfolgreich gelungen, einen Nischenarbeitsplatz für eine Mitarbeiterin mit Behinderungen zu schaffen, indem sie arbeiten, zum Beispiel Besorgungen für die Rezeption, Pflege der Gartenanlagen etc. zusammengefasst haben, die im Hotelalltag oft vergessen werden. So kann das gesamte Team bestmöglich unterstützt und entlastet werden. Huber Schaltanlagen GmbH. Der Betrieb hat seinen Sitz in Hall. Die Geschäftsführung agiert sehr flexibel und rücksichtsvoll, um die Integration von Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung langfristig erfolgreich zu gewährleisten. Daher besteht auch immer die Bereitschaft, individuelle Adaptierungen und Einarbeitungspläne für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umzusetzen. In der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist Frau Birgit Heidacher, Leiterin Personal der IVB, davon überzeugt, dass die betrieblich gelebte Inklusion allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Organisation Raum und Möglichkeit zur positiven Entwicklung gibt. Laut ihr hilft Inklusion Menschen mit Behinderungen, Potenziale zu entdecken und eine sinnstiftende Teilhabe im betrieblichen Alltag und am Unternehmenserfolg zu erleben. Die Familie Jurak führt ein McDonald's-Restaurant in Lienz. Die Familie fördert die Stärken und individuellen Kompetenzen der Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung und stellt immer den Menschen in den Vordergrund und nicht die Behinderung. Ein diverses Team ist für den Betrieb selbstverständlich. Mittagstisch Innsbruck. Dem Unternehmen in Innsbruck ist es sehr wichtig, vor allem auch jungen Menschen mit Einschränkungen eine Chance am Arbeitsmarkt zu geben. Besonders schön ist es, dass die Mitarbeitenden mit Behinderung auch im Gastraum sichtbar eingesetzt werden und daher der Betrieb als freudiges Good-Practice-Beispiel in der Gastronomie dient. Dem Obi-Markt in Lienz ist es ein großes Anliegen, Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen. Durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen als Teammitglieder werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Betrieb für das Thema der Inklusion sensibilisiert und tragen ihren Teil dazu bei. Mama Bringts mit seinem Standort in Hall bietet einen gesunden und umweltfreundlichen Mittagstisch. Dem Betrieb ist es wichtig, die Auszubildenden mit Behinderungen in alle Abläufe einzubinden und sie bei allen Firmen-Events und Unternehmungen zu integrieren. In schwierigen Situationen steht ihr eine Vertrauensperson zur Seite. Das Eck Bistro and More. Das ganze Team im Bistro in Imst ist sehr offen und begegnet den Mitarbeitenden mit Einschränkungen von Anfang an mit sehr viel Wertschätzung. So konnten schnell die individuellen Kompetenzen der Kollegen und Kolleginnen erkannt werden und so wird ihr Aufgabenbereich ständig adäquat erweitert, um ihr neue Chancen zu bieten, um sich in der Firma zu entfalten. Die Geschäftsleitung der Filiale Sonnentor in Innsbruck, Frau Feldkircher, beschreibt eine der Grundwerte von Sonnentor wie folgt. Wenn die Sonne für dich strahlt, dann lass sie auch für andere scheinen. Inklusion ist für uns eine Art, dem Universum Dankbarkeit auszudrücken und selber positive Energie aufzudanken. Das Leben ist ein Geben und Nehmen und alles muss im Gleichgewicht sein, damit die Freude wachsen kann.
Ja, das war der zweite Block der erst ausgezeichneten Betriebe. Und bevor wir die Nächsten vor den Vorhang bitten, möchten wir Ihnen Herrn David Hütter vorstellen. In dem Videoporträt der Arbeitsassistenz Tirol erzählt der Tischlerlehrling von seinem beruflichen Alltag und stellt seine Hilfsmittel vor. Wenn du wieder ein Vorstellungsgespräch hättest, was wäre dein Anfangssatz? Ich bin der David, bin beim Lehrberuf Tischlerlehrerin. Wo arbeitest du gerade und in welchem Bereich? Ich arbeite gerade in der Lebenshilfe Landeck. Da mache ich meine verlängerte Lehre als Tischler. Und meine Tätigkeiten sind Holz bearbeiten, Holz zuschneiden, fräsen und schleifen. Ich wollte eigentlich im Lehrberuf Spengler lernen, habe es aber durch meine Beeinträchtigung, durch mein Auge nicht können, erlernen dürfen. Und da sind sie darauf gekommen, dass sie da ja die Tischlerlehre in der Lebenshilfe anfangen könnte. Ich bin in die Sonderschule gegangen, dadurch war ich von der Arbeitsbetreut. Und die haben mir da geholfen, die Tischlerlehre zu finden und haben gesagt, ja eben, der Christian bildet da Lehrlinge aus und da geht es nicht zur Sache, sondern du kannst da Zeit lassen. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Ich fange um 8 Uhr an, haben zuerst eine Morgenrunde bis 8:30, fangen um 9 Uhr an arbeiten bis 12 Uhr, haben von 12 Uhr bis 12:30 Mittagspause und dann tun wir meistens ja, Holz bearbeiten, Holz zuschneiden, hobeln, fräsen, bohren, was wir gerade zum Tun haben, meistens geben wir Montage. Und wie sieht ein nicht so typischer Arbeitstag bei dir aus? Ja, wenn wir mal zum Beispiel bis 10 Uhr in der Morgenrunde hocken, von 12 Uhr bis 2 Uhr Pause machen und nachher noch eine Stunde arbeiten. Erkläre jemandem, der es noch nie gesehen hat, dein technisches Hilfsmittel. Meine technischen Hilfsmittel sind unter anderem die Brille, die ich aufhabe. Ich habe eine Stirnlampe, die speziell ist, mit einer speziellen Stärke. Damit ich da gut sehe, weil ich vom Auge blind bin, mit der kann ich genau sehen. Die brauche ich zum Messen, zum Beispiel auf der Kreissäge, wenn ich genau einstellen muss, wie viel Zentimeter oder Millimeter. Wenn ich Zinken mache zum Schneiden von den Zinken. In der Berufsschule brauche ich die Tischlampe zum Gezeichnen. Wenn du ein Erfinder wärst, mit welcher Erfindung würdest du die Welt bereichern? Mit einer Erfindung, dass es ein Hilfsmittel für alles geben würde. Eine Brille, wo eine Lampe einbaut wäre und wo man, wenn es zwierig ist, noch eine Lupe dazu tun könnte. Da bräuchte ich die anderen Hilfsmittel alle nicht mehr. Sondern man könnte in der Früh die Brille aufziehen, hat die Lampe und die Lupe gleich auf der Brille oben. Ja, ein spannender Einblick in den Arbeitsalltag von David Hütter. Ja, wir sind bereits beim letzten Vorstellungsblock angelangt. 9 weitere Betriebe haben sich beworben und werden mit der Inklusionsauszeichnung Wir sind inklusiv erstmalig ausgezeichnet. Das Netzwerk St. Joseph in Mils bietet Wohnen, Arbeit, Therapie und Lebensbegleitung für Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Das Unternehmen hat unter anderem in der Wäscherei, in der Tagesstruktur sowie in der Haustechnik reguläre Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen. Spar Österreich. Als großes österreichisches Familienunternehmen ist es für den Betrieb eine Selbstverständlichkeit, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen und ein Vorbild für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu sein. Langjährige Beschäftigung von Mitarbeitenden mit Einschränkungen sprechen einerseits für die Loyalität der Mitarbeitenden sowie für die wertschätzende Haltung und Umsetzung in diesem Betrieb. Für das Forst- und Gartenamt der Stadtgemeinde Lienz bedeutet Inklusion, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Verschieden zu sein ist ganz normal und soll auch so akzeptiert werden. Für die Stadtgemeinde Lienz steht an erster Stelle immer der Mensch.
Die Steinbacher Dämmstoff GmbH in Erpfendorf ist im Bereich Herstellung und Handel mit Isolier- und Dämmstoffen tätig. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen sehr großes Engagement und keine Scheu zeigt, die breit gefächerten Herausforderungen zu meistern und bauliche sowie technische Anpassungen vorzunehmen, um einem Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen einen adäquaten Arbeitsplatz bieten zu können. Das Tagungshaus der Erzdiözese Salzburg, die Erwachsenenbildungseinrichtung mit Sitz in Wörgl, sieht sich als Tagungshaus mit kirchlicher Trägerschaft, als offenen Ort der Begegnung, des Austausches und der Inklusion. Behinderungsbedingte Anpassungen der Rahmenbedingungen und des Arbeitsumfeldes, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Einschränkung bestmöglich zu unterstützen, sind eine Selbstverständlichkeit für den Leiter des Tagungshauses, Herrn Herwig Ortner. Die Tischlerei und Zirnshop Georg Hechenbleikner befindet sich in Brixleck. Besonders hervorzuheben ist die Lösungsorientiertheit von Herrn Hechenbleikner in Bezug auf Herausforderungen, die sich bei Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf ergeben können. Bei Schwierigkeiten räumt Herr Hechenbleikner den Jugendlichen geduldig viele Chancen ein, sich wieder zu stabilisieren und sich einzugliedern. Die Kindergrippe Lufterbohnen in Innsbruck wird durch einen selbstorganisierten, nicht gewinnbringenden Verein geführt. Der Verein nimmt seine soziale Verantwortung wahr, indem er seine Mitarbeiterin mit Beeinträchtigung unterstützt, am allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Außerdem wird großer Wert auf die Wertschätzung von Diversitäten jeglicher Form gelegt. XXX Lutz KG, Straß im Zillertal. In der Filiale in Straß im Zillertal sind unter anderem Arbeitserprobungen möglich, welche den Tätigkeitsfeldern Küche, Bedienung, Reinigung Interessierten ermöglicht werden. Durch dieses Angebot hilft der Betrieb Personen mit Beeinträchtigung, erste Einblicke in die verschiedenen Tätigkeitsfelder zu erlangen. Der Familienbetrieb Zimmerei Schweighofer hat seinen Sitz in Erl. Inklusion und berufliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen werden im Unternehmen firmenintern nicht als völlig eigenes Thema betrachtet, sondern sind immer fixer Bestandteil einer unternehmerischen Selbstverständlichkeit. Ja, und damit haben wir alle wieder ausgezeichneten und erst ausgezeichneten Betriebe vorgestellt. Noch einmal ein Applaus für all diese Unternehmen, die sich so verdient gemacht haben um Inklusion und die wir hier in diesem Rahmen vorstellen durften. Ja, wir sind fast am Ende unserer Veranstaltung angelangt, doch bevor wir uns von Ihnen verabschieden, freuen wir uns auf ein Musikstück von und mit Otto Lechner. Thank you.
Ja, damit haben wir so das offizielle Ende dieser Veranstaltung erreicht. Ja, ich habe so das Gefühl, wir sind alle so bis in diesen 1,5 Stunden ein bisschen sicherer geworden in diesem Medium. Am Anfang alle ganz nervös und aufgeregt. Ja, aber jetzt könnte es eigentlich weitergehen. Ja, und ich darf jetzt die Angelika Alposkowitz bitten, vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie geht's weiter? Wann finden nächste Veranstaltungen statt? Ja, oder auch einen Appell an Zuseher und Zuseherinnen zu Hause vor den Bildschirmen. Vielen Dank, Andrea. Ja, mir ist es noch sehr wichtig zu sagen, dass im Zusammenhang mit der beruflichen Inklusion es jetzt und auch in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt weiter zu fördern, weiter zu öffnen, weiter zu schaffen. Wir alle wissen, das Arbeitslosenrisiko bei behinderten Menschen ist ungleich höher, die Beschäftigungsquote ist zu niedrig. Also das ist eine Zielsetzung, die wir haben, Beschäftigung und Ausbildung mit Qualität, so wie es die ausgezeichneten Betriebe vorzeigen. Von dem her hoffen wir sehr, dass wir noch wieder viele neue Bereiche, neue Betriebe erreichen werden, beziehungsweise sich wieder Unternehmen für eine weitere Wiederauszeichnung entscheiden werden. Es liegt zeitlich etwas in der Zukunft, also wir haben nächstes Jahr die nächste Wiederauszeichnung für die Unternehmen, die von 2019 bis 2021 erstmalig ausgezeichnet wurden, und 2022 laden wir wieder Betriebe ein, sich bei uns zu bewerben. Ich möchte ganz fest betonen, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema Arbeit und Behinderung, wenn Sie Fragen haben zum Weg, zum Gütesiegel und letztlich zur Auszeichnung, wenden Sie sich bitte an das Betriebsservice als Ihre erste Anlaufstelle. Natürlich können Sie sich auch direkt an uns im Sozialministerium Service wenden. Und noch ein Tipp: tauschen Sie sich mit Unternehmen aus, die im Bereich Inklusion schon sehr große Fortschritte gemacht haben und Inklusion schon sehr viel zum Alltag geworden ist. Ja, mit diesen Worten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihre Teilnahme, aber auch sehr, sehr herzlich bei allen Mitwirkenden an dieser Veranstaltung, insbesondere bei dir, Andrea, als unsere Moderatorin. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und lade Sie zum Schluss noch ein, werfen Sie mit uns einen Blick auf die komprimierte Fassung aller Betriebe, die heute ausgezeichnet wurden. Herzliche Gratulation. Ja, und nun lassen wir die Veranstaltung ausklingen mit einem weiteren Musikstück von und mit Otto Lechner.